Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Shin steht hier wieder in der Greifhall-Feste und hat sich auch mit Paddy unterhalten. Wir haben jetzt eine Bibliothek und Paddy will ihr auch noch jetzt hier da oben noch ein Stockwerk draufsetzen. Also der ist wirklich sehr, 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 sehr eifrig. Und unser getreuer Bestienmeister hat uns noch ein Wölfchen angeboten. Das Wölfchen haben wir auch genommen. Ich habe es dann auch gleich gefüttert und jetzt haben wir einen deutlich besseren Volltrefferschaden. Trotz allem, ihr Lieben, würde ich gerne von Greifhall und von Galgens End Abschied nehmen und möchte mal wieder der Hauptquest folgen, weil ich einfach neugierig bin, wie es da weitergeht. Ich weiß, Andu, man kann hier noch eine ganze Menge machen, man kann vor allen Dingen auch seinen Charakter noch ein bisschen aufwerten und aufleveln, aber ich denke, da können wir auch jederzeit wieder zurückkehren und unsere Feste so richtig schön einrichten, dass wir dann auch alles hier vor Ort haben. Und könnten es dann, so wie Andu, auch zur Hauptstation machen. Aber das kann ja noch ein bisschen warten. Mich gelüstet's wieder nach Story und die Hauptquest wurde ja ziemlich interessant, bevor wir hier nach Galgens End gefahren sind. Und zwar erinnern wir uns, wir haben herausgefunden, dass ja Shin offensichtlich bei einem Gnom, der versucht hat, Leben wieder zu, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, Leben zu erwecken, als Assistentin gearbeitet hat. Wir haben dann Generalin Tilera getroffen, haben mit ihr zusammen eine epische Waffe besorgt und müssen jetzt zurück in die Hauptstadt, um dort den Rat zu bitten, also den Rat von Rathir, dass wir übersetzen können nach Melsenshir, so hieß das, glaube ich, lass gucken. Genau. Weil in Melsenshir offensichtlich, da kann sich ein Tor öffnen zu unserem Feind. Tja, genau das ist es in etwa zusammengefasst. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt zurückkennen können. Trostkap, genau. Und wenn wir mal gucken, was unsere gute Bradigan, ob die jetzt mit dem coolen Schiff, das wir haben, uns jetzt zurückbringen kann. Ich habe ja so ein bisschen Sorge, Bradigan, dieses neue Schiff. Der Junge ist zu einem Mörder geworden. Ja. Ich habe ja schon so ein bisschen, wer ist zum Mörder geworden? Ach, ist auch egal. Genau, ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass so unser schönes neues Schiff gleich wieder auf Grund setzt, die Gute. Aber wollen wir mal hoffen, dass es hinkriegt. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt zurückkommen. Bradigan, hey! Helf mir mal auf die Spur. Ja? Hat Akara den toten Kell geschaffen oder der tote Kell Akara? Das ist alles so verwirrend. Das stimmt. Du, ich will in den See stechen. Das lässt sich machen. Ja, wunderbar. Okay, bring mich nach Rathir. Tja, allzu viel hat's jetzt nicht zu sagen gehabt. Schade, ich dachte, wir könnten noch ein bisschen mit Bradigan flirten. Die ist ja irgendwie schon cool drauf. Da ist sie. Komm, wir sprechen sie nochmal an. Von der darf man sich ja eigentlich nichts entgehen lassen. Hallo, Liebste. Heyo. Hallo, Liebste. Wollen wir einen Spaziergang an den Klippen machen? Uns einen Eintopf aus Aalen und Austern teilen? Ja, gerne. Oh, das Letzte nehme ich zurück. Die ist wirklich zu... Geht zu knuffig. Ja, irgendwo ist mir ja entgangen, dass sie jetzt unsere Liebste ist. Ich weiß gar nicht, wie kam das? Könnt ihr mir das vielleicht aufklären? Ja, wenn das immer so einfach wäre, oder? Genau, aber jetzt wollen wir erstmal den Quest ganz kurz hier aktivieren. Da steht's auch nochmal. Wir brauchen die Erlaubnis von Elundkart, dem Sprecher des Rats von Rathir, um mit unseren Truppen nach Melsenshir überzusetzen, weil da tobt der Kampf. Tilera hat mich gebeten, Elundkart ausfindig zu machen und zu überzeugen. So, wir hoffen, dass er auch in Rathir ist. Ja. Und natürlich wird er da irgendwo... Der Handel findet in der Pryderi statt. Das ist schön, das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich verlaufe ich mich jetzt schon gleich wieder. Ja, genau, sie sagt es mir auch noch, wo der Handel stattfindet. Wir wollen zwar nicht handeln. Komm her. So, aber wir wollen in die Oberstadt. Die Wache sieht alles, was in Rathir vor sich geht. Ja, das ist schön. Ich habe schon wieder den Weg verloren. Also ich hoffe, dass du da oben bist, aber es sieht mir schon so aus. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Das ist auch schön. Das Angebot ist heute wirklich gut. Talismane, mächtige Gegenstände. Ja, im Augenblick brauche ich nichts. Dankeschön. Ein Gebiet für unsere Truppen. Ja, das ist auch gut. Aber jetzt werden wir erstmal hier den guten Mann suchen und uns die Erlaubnis des Rates einholen. Tja, langsam so in den Brennpunkt des Geschehens zu fahren. Zu fahren, zu laufen, zu was auch immer. So, da haben wir noch irgendwo allerlei Quests, ach, aber... Und was hättet ihr getan? Tja, das Nun ist ja, immer so eine Frage. So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Wo sind die denn? Wo gibt's denn den Rat? Wo muss ich denn da hin? Schönen guten Tag. Ja, hallo. Da könnte man sich heilen lassen. Da ist der... Ach so,
Ich hätte jetzt gedacht, dass ich in irgendein Gebäude muss, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, aber ganz offensichtlich... Wenn ich euch nicht zur Vernunft bringen kann, muss es eben jemand anderes tun. Verdammter Narr. Er ist nicht gut gelaunt, glaube ich, oder? Hey, Elund? Hallo. Was wollt ihr? Ich kann mich dieser Tage vor Bittstellern kaum retten. Ich nehme an, ihr seid eine weitere Verfechterin dieses absurden Plans, Melcentia zurückzuerobern, ja. Richtig? Genau. Ihr müsst unbedingt die Lehrer anhören. Seht euch Ratius Schwestern statt jenseits der Meerenge an. Ihre zerstörten Mauern, ihre verbrannten Gärten. Ein Jahrzehnt des Krieges hat ihr das Rückgrat gebrochen. Wir nehmen die Flüchtlinge auf und schicken ihr alle Lebensmittel, die wir entbehren können. Wir versuchen alles, um ihre Qualen zu lindern. Aber ich stehe seit 10 Jahren hier und sehe zu, wie sie langsam stirbt. Und nun glaubt ihr, eine Fremde, ihr könntet mich davon überzeugen, diese gesamte Stadt für seine Rettung zu opfern? Und das nur, weil die größte Enttäuschung unserer Armee irgendein altes Relikt wiederentdeckt hat? Tja, ihr erinnert euch vermutlich, Tilera war ja früher Generalin und um Melcentia tobt ja ein erbitterter Kampf mit den oder gegen die Tuatha. Und sie hat ja Melcentia quasi in der Schlacht verloren. Das ist das, was er so hier anspricht. Sie hat ja daraufhin ihr Amt als Generalin niedergelegt und ist fortan durch die Lande gezogen und hat diese epische Waffe gesucht. So, wie viel Prozent sind denn das? Genau, und sie will zurückgehen, um Melcentia zu retten. Und von da aus dann könnte Shin weiter auf den Weg zu ihrem Endziel machen. So, wir wollen Melcentia retten. Wir versuchen es einfach mal. Melcentia hält als östlicher Schild für Ratie stand. Mhm. Selbst jetzt, wo die Festung beinahe zerstört ist, gibt sie noch immer nicht auf. Diese Stadt kann nichts für sie tun, aber vielleicht können es ihre Bewohner. Die Verwundeten hier sehnen sich danach zurückzukehren, um ein letztes Mal für ihre Festung zu kämpfen. Ich werde ihnen sagen, sie sollen sich bei den Docks mit euch treffen. Und nehmt auch dies hier. Es stammt aus meinen eigenen Beständen. Möge es euch in der bevorstehenden Schlacht von Nutzen sein. Was haben wir jetzt gekriegt? Ring des Elund. Aha, okay. Elund, erzähl mir mal was über dich. Ich bin der Elund, Maufenkart, und ich spreche mit der Stimme des Orbokant. In dieser Stadt ist mein Wort Gesetz. Naja, dann bin ich ja froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Und jetzt erzähl mir noch mal ganz kurz was von der Belagerung. Ratius tapferste Söhne und Töchter begleiten euch. Macht euch bewusst, dass ihr auch unsere Stadt dem Untergang geweiht habt, falls es euch nicht gelingt, diese zerrütteten Mauern zu befreien. Orbokant, erzähl uns mal genau, wie das da so funktioniert in Rathir. Er herrscht über Rathir, verborgen hinter einem Schleier. Ich bin sein Gesicht und seine Stimme. Aha, heißt es, du bist es gar nicht, sondern du wirst angewiesen? Seit die Stämme der Menschen ohne König waren und noch niemand an Adessa dachte, steht Rathir nun schon. Seit 1000 Jahren. Und wenn uns das Glück gewogen bleibt, wird Rathir diesen Krieg überdauern und 1000 weitere Jahre überstehen. Okay, und wo genau ist das Schiff nach Melcentia? Geht zu den östlichen Docks in der Unterstadt und sucht nach Hauptmann Dotwün. Er wird euch nach Melcentia übersetzen. Okay, dann lebt geht, mal wohl. Rettet unsere Schwestern statt jenseits des Meeres. Ja, das oder geht mit ihr unter. Ja, eins von beiden. Ich vermute mal, oder ich hoffe doch zumindest, dass wir die Stadt retten und nicht mit ihr untergehen. Das heißt, wir gehen jetzt... Möge Lyria euren Weg erleuchten. Ja, 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 genau. Möge Lyria das mal machen. Wir gehen jetzt zu den Docks und werden Macht übersetzen. Platz für die Erzweise der Scholia... Arcana, genau. Das vergesse ich ja immer, dass wir ja auch die Erzweise sind. Jo. Oh, ich dachte gerade, er will mich schlagen. Hey, bist du das, mein Freund? Hey! Agard, warte! Ja, der geht auch schon. Agard. Hey, Kleine. Meine Güte, echt? Unser guter alter Agard. Der ist auch da und bist du bereit zum Übersetzen, zum Segelsetzen? Wisst ihr, bevor ich euch kennenlernte, hatte ich mir geschworen, nie wieder in den Krieg zu ziehen. Nachdem ich beinahe mein ganzes Leben gekämpft habe, war das eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je treffen musste. Aber jetzt habt ihr mich so weit gebracht. Wenn ich die nächsten Schritte nicht selbst mache, werde ich es vermutlich niemals tun. Ja, da ist was dran. Okay, du Schicksalsweber. Der gute Agard hat ja so im Laufe des Spiels auch schon so ein bisschen Mut wieder gekriegt, weil ihr wisst ja, die Schicksalsweber, die haben es schwer, weil sie ja immer wieder die Schicksale der Leute sehen. Und er hat dem Alkohol sehr, sehr zugesprochen und jetzt plötzlich kriegt er
durch Shin so ein bisschen eine neue Sicht auf die Welt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Okay, also dann, auf zum Schiff. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Sieht man auf dem Markt so viele neue Gesichter. Ja, ist wohl wahr. Wen haben wir denn hier eigentlich? Wer bist denn du? Der Heiler ist im Offiziersclub. Hinten herum. Okay, ich brauche keinen Heiler. Verflixt aber auch. Wo muss ich denn hin? Zum Kuckuck aber auch. Nach Melsensch hier segeln. Genau. Okay. Da latsche ich natürlich gerade mal wieder in die falsche Richtung. Da irgendwo. Na, warte mal. Verflixum! Ja, ich bin völlig richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder so verwirrt bin. Also es ist doch wirklich... Ich weiß auch nicht. Da geht's rum. Das ist aber auch irgendwo anders als da, wo wir normalerweise weggefahren sind, oder? Ja, tatsächlich. Oh, Brattigan, bist du auch da? Nee, Brattigan ist nicht da. Wir reden hier über Chlurikon, nicht über den Hühnerstall eurer Großmütter. Wenn euer Kamerad stirbt, geht seine Aufgabe auf euch über. Auf euch. Okay, Chlurikon ist das Gebiet, in das wir jetzt fahren, wenn ich es richtig verstehe. Willkommen, Erzweise. Hallo. Das Schiff legt morgen bei Anbruch der Dämmerung ab. Bei Anbruch der Dämmerung. Es ist gut, wieder in Rathier zu sein. Wenn euer Kamerad stirbt, geht seine Aufgabe auf euch über. Okay. Auf euch. Gut, dann werden wir uns jetzt mal nach Melsensch hier. Hey, Tilera, hallo. Wir sind so kurz davor. Jetzt ist Eile geboten. Bereit zum Segel setzen? Ihr könntet mir diese Frage 1000-mal stellen und meine Antwort wäre stets dieselbe. Ja, absolut. Und doch ist es auch irgendwie beängstigend, wenn endlich der Tag gekommen ist, nachdem man sich jahrelang gesehnt hat. Okay. Die Lehrer. So. Ich grüße euch. Hallo, Captain. Wir wollen weg. Die Schiffe werden jetzt für die Fahrt nach Melsensch beladen. Wollt ihr an Bord gehen? Okay. Bringt mich nach Melsensch hier. Ah, jetzt geht's so langsam ans Eingemachte, Leute. Sofort. Agard, ihr wisst besser als jeder andere, wie es enden wird. Warum ziehen wir in einen Krieg, von dem ihr wisst, dass wir ihn verlieren? Das fragt ihr mich noch, Tilera? Nach allem, was ihr gesehen habt? Ich frage, bis ihr antwortet, Schicksalsweber. Bis ihr antwortet. Wieso wir kämpfen? Weil es noch Hoffnung gibt. Weil nur im Kampf wir die Ketten durchbrechen können, die das Schicksal geschmiedet hat. Okay, das war ja ziemlich episch. Der Aufbruch nach Melsenschi und da sind wir auch schon. Was macht die Lehrer denn wieder hier? Ja, sag nichts gegen die Lehrer. Greifen Sie nicht wieder mit Trollen an. Die Lehrer ist eine gute. Und hier scheint ordentlich der... Ihr seht ein wenig nervös aus. Es geht so. Hast du noch was zu sagen? Das nächste Schiff reist nach Rathier. Wollt ihr an Bord gehen? Nee, wie noch nicht. Wie ihr meint. Wir sind doch gerade erst angekommen. Genau so. Hier also, ihr Lieben, ist Melsensch hier. Der Brennpunkt des Krieges. Kommt, der Kommandant wartet auf uns. Ja, ich weiß, die Lehrer. Ich will mich trotzdem mal ganz kurz umgucken. Ah, Klingenfutter für den Feind. Klingenfutter für den Feind. Genau, hier tobt der Kampf gegen die Tuatha. Das Chlurikon, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, der Hauptsitz der Winterfallen. Und aus den Winterfallen, ihr erinnert euch, rekrutieren sich ja die Tuatha. Ist sonst nichts zu finden, so gar nichts, sieht mir tatsächlich so aus.
Da drüben hat es noch ein paar Sachen, die wir zerschlagen können. Das Kleingeld nehmen wir mit. Wir werden auch die Lehrer nochmal ansprechen. Oh Mann, ja. Da tobt offensichtlich wirklich seit Jahren, seit diese ganze Geschichte angefangen hat mit den Tuata. Hoffentlich greifen sie nicht wieder mit Trollen an. Okay, machen die das gerne? Ja, Trolle sind unangenehm. Ah, Klingenfutter für den Feind. Ah, ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Ich hab dir schon mal darauf geantwortet, dass wir kein Klingenfutter sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir diejenigen sind, die hier jetzt alles richten werden. Ich bin seit Tagen auf den Beinen. Da ist irgendjemand, bei dem wir was lernen können? Bist du jemand, bei dem wir was lernen können? Ich habe die Soldaten sagen hören, dass der Tod über die Mauern von Melsenshir schreitet. Doch ich glaube, sie täuschen sich. Der Tod ist gerade erst eingetroffen. Ihr wollt etwas über Melsenshir wissen? Dann seid ihr bei mir richtig. Okay, was für eine Ausbildung kann ich denn bei dir machen? Okay, keine Ahnung, was es ist. Gut, dann fragen wir jetzt einfach mal durch. Erzähl mir was über Melsenshir, dann kommen wir vielleicht auch wieder so richtig auf das Hauptquest-Feeling. Die Stadt wird schon so lange belagert, dass uns der Platz für die Leichen ausgeht. Schon bald werden die Boote, die neue Rekruten bringen, die Leichen der Alten wieder mitnehmen müssen. Mann, oh Mann. Und was sagst du zu Generalin Tilera? Ich hebe schon mein ganzes Leben lang Gräber für den Großgeneral aus. Sie ist eine Göttin des Krieges. Aha, also offensichtlich hat sie trotz allem immer noch einen sehr, sehr guten Ruf und die Tatsache, dass sie ja dann gegangen ist, hat vielleicht eher mit sich selber zu tun als ja, mit der Reaktion der Leute, weil jeder General verliert auch mal einen Kampf. Die Ariad, das sagt mir jetzt gar nichts. Die besten Speer in ganz Melsenshir. Okay. Nur wenige lieben ihre Arbeit so sehr wie sie. Die Ariad sind also Speer. Das ist gut zu wissen. Ja, und du selber? Ich habe 10-mal mehr Soldaten bei der Verteidigung von Melsenshir gesehen als Offiziere. Es kommen immer neue aus Rathir. Und ich begrabe einen nach dem anderen. Rowan Sen. Das erste Schwert, Bronwen Sen, ist eine Poetin der Klinge. Auch wenn ich vermute, dass ihr selbst nicht unerfahren im Kampf seid. Okay, wenn wir die noch kennenlernen. Immer nur weiter. Kann mich an die nicht erinnern. Der General ist zurück. Das ist immer das bisschen das Problem, wenn man so viel andere Quests zwischen der Hauptstory macht. Tilera, mit dir wollte ich noch sprechen. Kommandant Ovaiglün wünscht eine Unterredung, bevor wir aufbrechen. Okay. Seid ihr bereit? Ich habe mich vorbereitet, seit mich der Hexenritter Malvin und seine Truppen vor 10 Jahren besiegten. Wenn ich jetzt nicht bereit bin, habe ich keine weitere Chance verdient. Okay, gut. Dann werden wir jetzt mit dem Herrn sprechen, weil der scheint das ja zu sein. Wo sind denn meine Gefährten? Naja, werde ich bestimmt schon finden. Der Großgeneral ist zurück, so wie es uns versprochen wurde. Wenn noch weitere 10 Jahre vergangen wären, hätte ich langsam angefangen, daran zu zweifeln. Zweifle nicht, mein Freund. Ihr seid zwar nicht unbedingt die legendären Helden, auf die wir gehofft hatten, aber ihr seid dennoch ein willkommener Anblick. Okay, erzähl mir mal ein bisschen was über die Belagerung. Ich war noch ein Kind, als die Belagerung begann. Ich habe mich der Armee angeschlossen, weil ich davon träumte, ein ebenso großer Held zu werden wie General Tilera. Träume sind schon etwas Seltsames. Ja, da ist wohl was dran. Erzähl mir mal ein bisschen was über Melsenshir. Wir bilden seit einem Jahrzehnt die Front dieses Krieges. Die Tatsache, dass Melsenshir überhaupt noch steht, ist ein Beleg für alles, was wir geopfert haben. Na, das glaube ich. Genau. Und was denkst du über Tilera? Weil die hat ja wirklich echt noch einen richtig guten Ruf. Die scheinen sich alle zu freuen, dass sie wiederkommt. Die Armee des Generals hat uns immer beschützt. Aber das war, bevor die Tuata begannen, Niskaru zu beschwören. Mm. Gegen sie hatten Tileras Truppen nicht den Hauch einer Chance. Aber sie hat sich trotzdem die Schuld dafür gegeben und ging ins Exil. Sie hätten sie hier wirklich gut brauchen können. Aber Helden tauchen wohl erst dann auf, wenn die Not am größten ist, richtig? Tja, man weiß es nicht so genau. Okay, und was hat's hier mit den Tuata im Einzelnen auf sich? Diese Bastarde lassen uns immer weiter ausbluten. Nun, ich schätze, es ist an der Zeit, dass wir ihnen mal zeigen, wozu Sterbliche in der Lage sind. Okay, und der Hof des Winters, der hat ja hier irgendwo seinen Stammsitz? Als Melsenshir erbaut wurde, waren die Winterfeien zwar nicht unbedingt die freundlichsten Nachbarn,
aber sie war nicht im Entferntesten so wie die Tuatha, zu denen sie geworden sind. Mhm. Und Chlorikon selber? Chlorikon besteht aus nichts als Sümpfen, Dschungeln und Tod. Habt ihr jemals versucht, an einem derartigen Ort eine Armee zu bekämpfen? Es ist heiß, feucht und riecht beständig, als wäre etwas gestorben. Und so ist es auch. Okay, gut. Aber wir sind hier, um zu helfen, mein Freund. Ihr seid vermutlich eher hier, um die Festung noch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie fällt. Sie hat die letzten 10 Jahre standgehalten. Aber ich fürchte, nun ist ihr Ende gekommen. Unsere Kundschafter berichten, dass sich die Tuatha sammeln. Und in ihrem Schlepptau haben wir auch ihn gesehen. Balor, den Iskaro-Lord. Nun greift der Melzenshir letztlich doch an. Oh mein Gott. Balor, der Lord der Niskaro. Das kann ja heiter werden. Müssten wir gegen den jetzt kämpfen erstmal? Möglicherweise. Aber so oder so, wir sehen, die Lage ist verzweifelt. Das ist wahr. Sie erwarten, dass wir uns hinter den Mauern Melzenshirs verkriechen. Doch stattdessen werden wir das Schlachtfeld stürmen und Balors Ankunft verzögern. Damit bleibt nur noch der Hexenritter. Malvün ist der Anführer der Tuatha-Truppen und wahrscheinlich auch derjenige, der einen Pakt mit Balor geschlossen hat. Ihr und Telera gehört zu jenen, die Aufgabe haben, ihn zu töten. Wenn es uns gelingt, den Hexenritter Malvün auszuschalten, könnte Balor möglicherweise in einen Kampfrausch verfallen. Und in dem Chaos, das er anrichtet, könnten wir die Tuatha niedermachen. Bei all dem spielt viel Hoffnung mit. Aber so lautet der Plan. Okay, ich finde, dass das durchaus ein Plan ist und nach dem können wir dann auch vorgehen. Habt Geduld. Ich weiß, ihr seid begierig darauf, aber nehmt euch einen Moment Zeit, um sicherzugehen, dass ihr bereit seid. Überprüft eure Ausrüstung und nehmt Abschied. Trefft euch bei den Toren mit mir, wenn ihr soweit seid. Ich werde dafür sorgen, dass die Truppen bereit sind. Okay, dann werden wir das machen. Wir werden uns hier umgucken. Oh, guckt mal, da liegen sie. Oh Mann. Geht weiter. Ihr seht alle ziemlich erledigt aus, Leute. Echt? Oh. Mehr Blut für die Mauer. Ja. Keine Sorge, wir werden die schon... Oh, da ist ja Alin Shear. Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was vor uns liegt. Na, siehst du, ich wusste doch, dass ihr aufkreuzen werdet. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Diese Leute haben Angst. Und eure Chancen stehen schlecht. Ob mit diesem Speer oder ohne ihn. Melsenshirs Schicksal wurde schon vor langer Zeit besiegelt. Ihr seid vielleicht in der Lage, das zu ändern. Aber die Tuatha werden kein Risiko eingehen. Rüstet euch für den Kampf und seid bereit zu sterben. Okay. Macht euch auf den Weg. Also wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns ein bisschen rüsten sollen. Haben wir denn sonst noch irgendjemanden hier? Agar, bist du da irgendwo? Das sind alles Soldaten. Beten wir zu Lyria. Dieser verfluchte Schicksalsweber hat mir gesagt, dass ich, der General, ist zurück. Ach, Agard, ehrlich, musste denn das sein? Hat er dir auch so einen Müll erzählt? Wieder. Ich schwöre, dass ich bisher in jeder Schlacht denselben verfluchten Tuatha-Krieger getötet habe. Das heißt, die sehen alle für dich gleich aus, oder? Ich greife mich wieder mit Trollen an. Okay. So, dann werden wir uns erstmal... Ich bin seit Tagen auf den Beinen. ...um unsere Ausrüstung kümmern, glaube ich. Da unten hat's Händler. Mal gucken, ob die was Schönes für uns haben. Ich habe ja jetzt ein einigermaßen leeres Inventar. Ich kümmere mich, ob der Schankwirt auf den Wellen gebraucht wird. Irgendjemand muss hier doch etwas zu trinken verkaufen. Ja, wir werden bestimmt jemanden finden. Was ich noch machen wollte, Leute, wir haben ja einen neuen Ring bekommen. Ring des Elund. Plus 10 Körperschaden, plus 5 Goldbeute. Ich glaube, dass das, was wir hier haben, eigentlich deutlich besser ist. So, mein Freund. Ylin Doldran. Ich habe jede Menge Waren, wenn ihr jede Menge Münzen habt. Klar, habe ich. Erzähl mir erstmal was über Tilera. Ich traf sie einst damals, vor der Belagerung. Sie hat mir ein paar Stiefel abgekauft. Mhm. Und du selber? Ich wohne schon mein ganzes Leben in Melzenshir. Habe meinen ersten Trank verkauft, als ich kaum größer als ein Boggart war. Ah, schau mal an, du bist ein Trankverkäufer. Es war meine Heimat, bevor der Krieg begann. Und das wird es noch lange nach Ende des Krieges sein. Wie ihr auch ausgeht. Okay, dann zeig mal, was du hast. Waffen. Elektrisierende Dolche der Präzision.
Wow, die machen aber ordentlich Schaden. Aber ich glaube, ich lass die meisterhaften Dolche, die sind mir irgendwie sehr sympathisch. Paladin-Chakram. Für mich macht es ja wirklich nur Sinn, wenn die, die Möglichkeit haben, Gemmen reinzumachen. Konsumgut, verschiedenes. Ein Rucksack. Kaufen, sehr schön. Gemme des Suchenden. Ich glaube, die haben wir. Abgeschirmte Gemme. Okay. Reparaturkit Dietrich. Habe ich noch Plunder? Ich habe keinen Plunder. Gut, dann bist du gar kein Trankverkäufer, ich dachte. Kommt dann bald wieder. Dann leg mal wohl. Dann, das wäre geklaut. Das machen wir nicht. Und hast du noch irgendwas für mich? Was macht Tilera denn wieder hier? Ah, Tileras Reisegefährtin. Mhm. Kann ich euch für etwas interessieren? Das kommt drauf an, was du hast. Was hast denn du an Waffen? Nichts für mich. Kleidung, ich glaube, die machen wir uns lieber selber. Hast denn du irgendwas zum Craften? Gemme des Schnees. Eisschaden. Meisterhafter Frostwächter. Ein andermal. Sind alles Rezepte? Gibt's denn hier irgendwelche Quests? Da steht Agard. Ja, dann laufen wir doch mal kurz zu Agard, werden uns mit ihm unterhalten. Wo bist du denn? Bist du irgendwo da unten, Agard? Hallo? Bist du da? Ach, da stehst du doch. Meine Güte, aber auch, wieso sehe ich ihn denn nicht? Hey, Kleine! Ja. Okay, ich kann gar nicht viel. Ich kann ihn bloß fragen, ob er wegen der Schlacht hier ist. Ihr könnt einem alten Helden doch keinen guten Kampf vorenthalten, Kleine. Nicht für den gesamten Wein im Haus der Balladen würde ich mir das hier entgehen lassen. Es ist 20 Jahre her, seit ich zuletzt die Ehre hatte, an Tileras Seite zu kämpfen. Sie nannten sie einst die Herrin der Lanze. Und wenn es nach mir geht, werden sie es auch wieder tun. Okay, dann lebt mal wohl. Jetzt lass uns mal hier genau angucken, was gibt's denn hier? Das ist das Gefängnis, hier haben wir das Lazarett. Das sind die beiden Händler, hier steht unser Typi. Taverne ist auch nicht schlecht. Und hier Sorry, und hier ist eine Schmiede, genau, und da auch eine Gemmenschleiferei. Sieht mir so aus, oder? Gut, dann, und da kann ich auch was lernen. Gut, ich glaube, dass wir dann einfach mal kurz ins Gefängnis gucken. Wir gucken uns die Räumlichkeiten an. Ist geschlossen. Gehen wir mal ins Lazarett. Und dann werde ich sicherlich ein bisschen craften. Das mache ich dann wieder ohne euch. Weil das dauert einfach immer lang, ist auch verschlossen. Wieso ist denn das alles verschlossen? Komme ich da jetzt nicht rein, oder wie? Lass mich mal zur Taverne gehen. Ihr werdet nicht lange überleben. Ist das die Taverne? Das sieht mir so aus wie die Taverne. Hier kann ich craften, oder? Ja, genau. Das heißt, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Taverne. Ist alles verschlossen. Heißt das, dass ich da noch gar nicht rein kann? Kann ich da erst rein, wenn hier alle Feinde besiegt sind? Was haben wir hier? Das Tor nach Clurikon? Ja, ich kann da wirklich überall. Stehe ich vor verschlossenen Türen? Okay. Das heißt, ich kann hier wahrscheinlich erst rein, wenn ich mit dem guten... wie immer er heißen mag, gesprochen habe. Was haben wir hier noch? Wir können ja wenigstens mal gucken. Da macht jemand Picknick. Ein Weiser, der Picknick macht, oder? Gut, also ich glaube, da müssen wir uns das nächste Mal anschauen. Dann schlage ich vor, dass wir für heute Schluss machen. Ich mich mal mit dem Crafting ein bisschen beschäftige. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht's dann ans Eingemachte. Da werden wir dann gegen die Tuata antreten. Bis dahin bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.